besondere. Die würde ich dann nehmen für die automatisierten, für die automatisierte Bienenproduktion. Ach Mist. So, zack, 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 Mist. So. Hier. Hier, dann haben wir jetzt hier 4. Haben wir jetzt hier 4? Wenn ich hier nochmal 4 mache und hier 4, dann haut es auch nicht mehr hin. Überlege gerade. Aber zu langsam fängt es sich wieder. So. Ich mach 6. Mach 6 mal 6 mal 6. Also 6 in die Richtung, 6 in die Richtung, 6 und wieder vor. Okay. Machen wir das so. Ich habe auch ein paar, muss ich sagen, gerade paar Lecks. So, 6 Stück. Oh, Chris, erschreck mich nicht so. Merke ich. So. Ich gehe ja ganz normal mit über die DDNS ein. So. Und ich... Hier so. Ist okay. Also das, ich merke das, ich klicke nur mal kurz bei der Erde und trotzdem baut er immer gleich ruckzuck mega viel ab. Da merke ich, dass es bei mir auch ein bisschen leckt. Ah, schade. So. Jetzt habe ich hier eins frei, hier eins frei. Muss ich werde regelmäßig so sagen, Alex. Ja. Das ist oft so. Ah, schon wieder! Aber das ist echt extrem oft, dass wir immer alle so sagen. Oder und. Heute das und das und das und das. Genau. Und das. Dies und das und jenes. So, jetzt bin ich am Überlegen. Ich hab schon wieder so gesagt. Ja. Ich hab einen Block. Da muss ein ME-Kabel ran und ein Energiekabel. Ich überlege gerade, wie ich das am besten in die Kuppel reinbaue. So, ich hab jetzt auch schon fast. Ich hab's jetzt auch wieder. Dann muss ich jetzt nur noch das zu Ende bauen. Dann hab so. Ich. Ne, das war jetzt mit Absicht. Ja, das habe ich gemerkt. Jetzt hätte ich es fast gesagt. Jetzt müssen wir nur noch hier im Grunde breit. Ein bisschen breiter werden. Wir müssen schön breit werden. Wer hat eine Hand von euch nochmal gehabt? Müssen wir nur noch richtig schön breit werden. Dann ist die erste Etage im Grunde von unserem Turm, soweit von der Grundform, fertig. Das, ich weiß, warum wir so oft so sagen. Weil wir dann immer so eine kleine Gedankenpause drin haben, um zu kurz zu überlegen, was wir jetzt als nächstes machen. Ja. Das gerade ist explodiert. Nudel nur wieder mit Creepy. Chris spielt wieder mit Creepern, ja. Kennst mich doch, das ist mein neues Hobby. Und irgendwo will ich auf jeden Fall so einen richtig fetten New Matter Tank machen, weil, wenn die, was treibst du? Ich verstehe nix, weil es gerade auf meine Dachfenster drauf hagelt. Es hagelt bei dir? Ja. Krass. Das, ernsthaft? Ja, das hört. Das knüppelt gerade voll auf meine Fenster drauf, ich verstehe euch halt nicht mehr. Ja, das hören wir, das hören wir ja hier auch. Ich mute mich.
Aber geht mal in die Welt unter? Ja, er hat gesagt, schlechtes Wetter, aber bei mir scheint voll die Sonne gerade. Vielleicht habe ich deswegen ein bisschen Internetprobleme. Könnte sein. Weil es spackt halt wirklich wie Sau. Okay. Chris, komm mal her. Eile. Das ist jetzt der fast die erste Etage von unserem Scrap Tower sozusagen. Wo ist denn dieser Scrap Tower? Ja, der entsteht noch. Die erste Etage. Ist das jetzt? Da werde ich ringsrum Ding. 6x6x6 Auto-Workbenches platzieren. So, jetzt habe ich hier 3. Okay, also einen muss ich noch. Wollt ihr mal eine Kostprobe hier? Hört mal zu. Hört ihr das? Jetzt nicht mehr. Vorhin hat man es gehört, aber extremst. Ey, das knüppelt gerade voll laut auf meine Fenster drauf. Bisschen hört man es im Hintergrund. Ein bisschen hört man es im Hintergrund, aber vorhin war es extremer. Oh, jetzt hört's auf, oder? Ja, man hört's. Man hört's schon. Ich mute mich mal wieder, ne? Aber vorhin fand ich es extremer. Ja, jetzt machen wir Weltuntergangsparty. Ey. Wie viele Etagen willst du denn davon bauen, mal so doof gefragt? Bis die 64 Auto Workbenches vorbei sind. Verbraucht sind alle. Also 8 Etagen. Bei 6x6x6, ich habe ja 18 pro Etage. Deshalb weiß ich jetzt. Und dann oben drüber ist der Plan dann Scrap. Gleich das Scrap in den Scrapboxen draus. Mass Fabricator die Mether zu produzieren. Aber da werde ich noch welche brauchen. So, jetzt hier noch Ding. Also hier zack, zack. Und hier noch ein. Okay, ich brauche noch mehr Auto-Workbenches und ich muss meinen Ding laden. Alter, wie viel Scrap da gerade durch. Chris, schau dir das mal hier oben an. Wie viel Scrap da durchballert. Fuck! Wie viel Scrap da durchballert. Das ist alles Scrap? Das ist alles Scrap. Schande. Ist schon heftig. Und schau dir mal auf der anderen Seite an. Die Recycler, die langweilen sich noch. Die langweilen sich. Hey, Scan. Die langweilen sich noch, die Recycler. Die laufen nicht mal alle. Also die Kapazität, die ich ausgelegt habe, ist heftig, oder? Das sagt mal einer, ich denke in großen Dimensionen. Ah, ein bisschen. Die Erde kann ich mal rausschmeißen. Kann ich schon mal die Mauern hochziehen bei dir außen dran? Nee, noch nicht. Ich weiß noch nicht, wie das dann zum Ende wird. Muss ja noch die Leitungen und alles legen. Es ist ja nur die Auto-Workbench. Ich muss ja noch, dass es rauszieht automatisch. Und. Okay, 51 habe ich noch. Vielleicht muss ich noch ein paar Auto-Workbenches herstellen. Nein! Warum sind hier... Ich weiß nicht, unser ganzes fucking Haus ist beleuchtet mit Glowstone Bricks. Und trotzdem sind hier ständig irgendwelche Viecher. Okay, währenddessen der mal nachlädt, auflädt, gucke ich mal, Wooden Dinger habe ich auch genug dabei. Iron. Oh, genau, ich weiß, was ich mache. Ich brauche noch ein paar Iron Pipes. Iron.
Mein Tab war an. Iron Pipes. Wo sind die Iron Pipes? Wo sind die Iron Pipes? Wo sind die Iron Pipes? Alter, was es alles aus Eisen gibt. Kurze Frage, haben wir noch genug ME-Kabel? Ja. Ja, schön. Wir haben eigentlich gerade von Glasfaserkabel haben wir nicht viele. Nee, ich brauche nur ME-Kabel. So. Zack. Ich brauche mal ein paar, ich stecke gerade ein paar Iron Pipes her. So. Weil ich würde da gern was machen. Gold Pipes muss ich auch mal. Was wirst du machen? Ja, das ist über einem Haupthauslich. Ach so. Terminal. Ach so, ein ME-Terminal Haupthaus? Ach, in unser Häuschen meinst du? In unser Häuschen neu. Ach so, ja. Das können wir machen. So. Den totalen Faden gerade verloren, was ich gerade herstellen wollte. Aber den totalen Faden gerade. Also ich hole auf jeden Fall noch ein bisschen Koppel wieder raus. Nicht Cobblestone Slab, sondern unser normalen Koppel. Sag mir mal, was ich gerade machen wollte. Gute Frage. Ich glaube eigentlich nur... dein Turm fertig? Ich glaube, eigentlich wollte ich gerade nur Aufladung machen, oder? Ja, wolltest du was aufladen noch? Irgendwas wollte ich doch aus dem ME rausholen, aber ich weiß es aber nicht mehr was. Ich weiß es echt nicht mehr was. Ach so, doch, ich hab's, die Auto Workbenches wollte ich holen. Genau, haha, die habe ich geholt. Aber wie heißen nochmal die komischen Bilderrahmen auf Englisch? Frame. Ja, Soft, das hat's geschrieben in dem Moment. Danke dir. Gut. So. So, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Okay, das ist natürlich ein bisschen asynchron wegen hier drüben, aber das ist nicht schlimm. Was? Du wolltest etwas machen, woran du dich nicht mehr erinnerst. Ja, das glaube ich. So, und da ich hier nicht noch mehr Interfaces verblasen will, würde ich dann hier hochgehen und eine Leitung rüberlegen, aber mit so einem Cobblestone-Frame-Ding drüber, dass man es nicht mehr sieht. Mit einer Verkleidung drauf. Und hier kommen dann später die Tanks her. Hier in das Eck. Sollen die Tanks reinkommen? Für Yumeather. Okay, jetzt brauche ich Wooden Transport Pipes. Zack, zack, zack. Können wir hier schon? Zack. Ich überlege gerade, ob ich vielleicht schon die Verbindung mache. Nach vorne. Die Verbindung nach vorne lege. Und da schon mal Scrapboxes herstellen lasse. Überlege ich gerade. Wäre eigentlich eine nicht mal blöde Idee eigentlich. So. Und für jeden Scrap, der wieder übrig bleibt, würde ich wieder eine Schleife legen. Oder ich lege das unten drunter. Ich lege das unten drunter. Egal. Ja. Kann ich hier vorne die Scrap, die Tanks herplatzieren. Zack. So. Brauche ich hier jetzt eine Iron Pipe? Ob das halt dann immer noch so ist, weiß ich nicht. Ja, dann. Iron Pipe und hier oben. Zack. Geht, es richtet sich automatisch nach unten aus. Mist. Lauf mal hier. Iron Pipe. Komme ich nicht mehr hin.
Iron Pipe. Iron Pipe. Gold Pipe. Gold Pipe. Iron Pipe. Zack. 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 Dass wir ja kein Scrap verballern. Und das ME halt wieder, wie ich es vorhin schon gesagt habe, als Zwischenlager nehmen. Weil da passt wirklich genug rein. Ins ME. Da brauchen wir uns keinen Gedanken machen. Und zumindest erstmal keine Gedanken, wie es später mal in ferner Zukunft wird. Das wissen nur die Götter. So. Zack, zack. So, hier. Müssen wir dann alle richtig einstellen mit der Ranch. Damit es auch funktioniert. So. Hier, Ranch. Mal einmal drauf, überall nur. Hier, auch einmal. So. Hier, zweimal, okay. So. Hier ist es automatisch nach unten. Jetzt dann noch. Muss ich mal Scrap holen. Scrap. Neun. Wir haben fast 100.000 Scrap, Alter. Wir haben fast 100.000 Scrap. Schon irgendwie krass. Schon irgendwie krass. So. Chris, weißt du gerade, was du machst? Nein. Okay, dann komm mal her. Dann hab ich was für dich. Und zwar... In jede Workbench, ich habe dir Scrap hingelegt, in jede Workbench eine Scrapbox reinlegen. Und zwar, also halt, das ist eher Rezept mit einmal nur. Also überall darf nur eins drin sein. Ich habe es mal vorgemacht an der ersten Workbench. Kann ich aber hier die Leitungen weiterlegen. Ich habe hier nochmal Scrap zur Not. Nochmal einen Stack. Warte, hier schmeiße ich dir nochmal ein Stack-Ding her. Dann kann ich hier nämlich weiter das Kabelchen legen. Ich habe dir noch einen Stack Scrap hingeschmissen. Wir haben jetzt schon 100.000 Scrap, Scrap, ey. Es geht ein bisschen arg schnell gerade. Jetzt doch total was schön. Ja, klar, durch die 6 Queries geht es so mega schnell gerade. Ich habe eigentlich gedacht, wenn er mal die richtig fette Scrap-Produktion anläuft, dass wir eigentlich schon das Ding hier fertig haben. Da siehst du, was daraus geworden ist. Hey, Ari spielt Terraria. Gar nicht, dass er das Spiel hat. Ich habe auch mal eine Zeit lang Terraria gespielt, aber irgendwie weiß nicht. So wirklich vom Hocker hat mich das Spiel nie gerissen. Naja. Ich weiß es nicht. Irgendwie so. So richtig vom Hocker. Kann mit dem Spiel nicht viel anfangen. Also vom Hocker hat es mich halt komplett überhaupt null gerissen gehabt. Und das ist nicht mal böse gemeint oder so. So, ich würde gleich, glaube ich, auch wirklich überall mal... Ja. Ich glaube, ich tue die Verbindungen hier. Die Stromverbindungen. Also, wenn man der Eingang wäre, hätte ich hier circa gemacht. Hier wäre der Eingang. Rein. Hier so, weil da kommt noch Holz außen rum. Und die Kabel. Ich lege mal die Kabel, weil. Für die. Okay, das unten ist schon alles befüllt. Okay. Ich lege jetzt gerade schnell mal die Kabel für. Weißt schon. Für die Versorgung.